Kannst also, alles rein, habe ich jetzt hier schon die Erlaubnis gerade. Das muss ich mal sehen. Hey Leute und willkommen zu der ersten Folge von dem Adventskalender. Hey Leute! Hey, wie immer. Naja, es wird dieses Jahr einen Adventskalender geben, schon lange habe ich es angekündigt. Heute Türchen Nummer 1 zusammen mit dem lieben Manu. Hey Leute! Schaut unbedingt bei ihm vorbei. Er ist ein guter Kumpel von mir, er hat einen YouTube-Kanal, nicht so lange. Und du machst da Drumcovers, ne? Das ist richtig krass. Ihr könnt, regelmäßig. Ja, ihr könnt ihm sogar Vorschläge schreiben von Liedern, die ihr feiert. Und er probiert das Ganze danach zu machen. Also extrem... Instagram. YouTube. Ja, YouTube hier rechts um meinem i. Unbedingt vorbeischauen. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und dann würde ich sagen, starten wir rein in das erste Spiel. Für die Leute, die nicht wissen, was wir hier machen. Wir machen immer erst eine Prognose und dann Wir machen erst immer... Nee, machen wir nicht. nee, machen wir überhaupt nicht. Wir machen immer eine Prognose, die quasi... demnächst kommt, ja, ist sogar heute, glaube ich, Frankfurt, Mainz ist sogar heute, am heutigen Tag, und danach gibt es eine Challenge, da könnt ihr euch überraschen lassen, was für eine Challenge ist, und falls du bei diesem Adventskalender dabei sein willst, ein paar Plätze sind sogar noch verfügbar, also unbedingt bewerben, wird richtig nice, und ja, Frankfurt gegen Mainz, unsere Prognose heute, schauen wir rein. Aufstellung, willst du was verändern? Ja. Willst du? Okay, dann. Dann, ja. Alles klar, Leute. Wir spielen ohne Kopfhörer, habe ich noch nie gemacht. Vielleicht hört man jetzt den Spielsound doppelt und dreifach. Das wäre nicht so angenehm. Aber ja, ich habe da Vertrauen in meine Technik. Das wird super laufen. Heute läuft alles. Mit Frankfurt gut. Heute, ohne uns. Ja, wir haben ja eine Koop-Kette mit Jan zusammen bei Frankfurt. Ja. Ah! Bastos! Oh! Hey, jetzt! Oh! Mann! Ihr müsst wissen, er ist krasser FIFA-Spieler. Ja, E-Sportler. Ich hab FIFA 20 spiele ich heute zum ersten Mal. Nur mal so. Ja, zum ersten Mal. Das hätten wir nicht vorher geübt. Ja, ja, okay, wir haben davor das Spiel und gemacht. Er hat mich richtig abgezogen. Ja, aber ich hab mit ManU gegen Liverpool gespielt. Yeah. Oh. Nee. Ey, gerade eben läuft's gar nicht so gut. Ja, warum mache ich noch nicht das 1-0? Ich müsste eigentlich schon 5-0 führen. Was ist denn hier los? Oh, was? Der war noch dran. Mit Fuß, Alter. So Legende. Ein krasser Typ. Ich habe auch nicht Trapp spielen lassen. Habe ich wahrscheinlich schon mal eingeschnitten vorhin. Warum rennt der da vorne denn nicht weiter? Mann, wie ich sowas hasse. Ich weiß nicht, wo ich hinspielen soll. Da rennt keiner einfach mit. Ja, ich mache Zeitspiel. Kein Wort. 0-0. Das war so ein guter Pass. Oh, nee. Nein. Jawohl. Scheiße. Oha. Ey, das wäre das behindertste Tor gewesen, nee. Das ich gesehen habe. Das ist nicht gut. Da ist es. So ein guter Spieler. Nein, Stellungsspiel, scheiße. Du kannst gegen einen E-Sportler nicht gewinnen. Nee, da bin ich schon da. Sehe ich schon. Als ob. LOL! Willst du mich verarschen? Was war das für ein Dreckstor, Alter? Nice! 45. Minute. Ich weiß, in E-Sport hätte es nicht anders spielen können. Das ist ja so unverdient. Frankfurt, die klar bessere Mannschaft. Sicher. Nee, aber... Ey, der trifft nix! So gut gespielt! Alter, Junge, mein Ohr. So gut gespielt. Bastos. Da sieht man wieder, warum ich mir FIFA nicht gekauft habe. Ich finde das richtig nice. Er rennt mich fast um. Was macht der? Macht aber nichts. Er hätte einfach wegpassen können. So schieben einfach nur. Ja, aber ist absolut verdient.
überfällig ist. Ja, ganz klar. Wie er hier rumhüpft. Hey Leute! Da kam dann immer so ein 200 km/h Schuss. Das ist nicht geil. Maxim! Teurer gestellt. So gut. Ich muss jetzt auch mal hier die E-Sports-Trick auspassen. Da hopp. Da geht er hoch. Da ist der Torwart doch schon da. Da ist er schon jetzt gestellt. Ja, so ein kleiner Typ. Oha! Alter. Habe ich nichts gesehen. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Angst. Ich mach gerade Druck irgendwo. Ach Mann, ich wollte noch nicht. Ah, ach, das finde ich gut. Oh. Mann. Ich weiß, ich habe auch in die andere Ecke gelenkt. Aber irgendwie war ich mit dem Timefinish zu beschäftigt. Dann. Jetzt! Nein! Jetzt! Mach nicht den hier! Okay, 1-1. Das ist gelaufen. Das ist unsere Prognose fürs Spiel. Kann man machen. Gutes Spiel. Ja, das geht in Ordnung. Ja, zweite Hälfte warst du besser. Zweite Hälfte warst du auch so hinhauen. So, damit gehen wir in die Challenge rein. Und das machen wir immer nach dem Zufallsprinzip. In der heutigen Folge gegen den Special Guest, du hast dir was ganz Besonderes ausgedacht. Ich mache das eigentlich immer so, dass ich einmal auf Zufall drücke und das Team wird dann genommen. Heute machen wir es ein bisschen crazier. Also, dass wir quasi... Jeder hat quasi drei Versuche, wenn er will. Genau. Also wir können jetzt den ersten Versuch nehmen, wir können den zweiten, wir können auch den dritten. Es ist halt das Risiko, wenn der zweite so lala ist und ich den dritten dann noch mache, dann ist er halt noch schlechter vielleicht. Weiß man nicht. Du fängst an, bist der Gast. Saudi-Arabien, 2,5. Frauen, USA. Ja, dann gehe ich nochmal zurück, oder was? Ja, geh nochmal zurück. Das ist ja unfair. Ja, machen wir nochmal. Also, USA. Ich drück aber nochmal. Ist noch beschissener. Ja, es wäre jetzt langweilig, wenn ich die nehme. 3,5 ist doch okay. Ist halt schon okay. Ist eigentlich schon okay. Ich drück nochmal weiter. Nice. Ja. Zwickau, okay, ja. Ja, ist jetzt mein dritter, ne? Nice! Ich hab richtig reingegönnt, Alter. Ich hätte einfach 3,5 Sterne nehmen können und habe jetzt einen. Ich habe riskiert. Was ist das für ein Zufall eigentlich? So, da machen wir jetzt aber nichts. So Leute, und damit starten wir in die Challenge rein. Heutige Challenge ist die Elfmeter-Challenge. Heißt, jeder hat... Elf machen wir, das wäre krass. Elfmeter. Jetzt! 13 Minuten! Eine nach dem anderen fliegt gelb auch. Gott sei Dank. Das ist so dumm. Leute, ich habe keine Ahnung. Wir haben es gerade schon mal getestet, weil Elfmeter, es ist, ich weiß nicht, wie ich die schießen soll. Ohne diesen geilen Kreis kann ich es nicht. Mit dem geilen Kreis funktioniert es auch nicht. Könnte auf jeden Fall witzig werden. Also ich mache jetzt einfach erstmal so. Ja gut. So stelle ich mir die Challenge vor. Nice. So macht man das. Ja. Ja, viel Spaß. Hab ich mir. Wie viel hatten der? Du hast Vitality. 74 Elfmeter hat er. Ist der Beste. Ich würde mit dem Torwart schießen. Ist vielleicht auch ein Bug. Und dann schieße ich, dann treffe ich einmal das Tor und er hält ihn. Ja, ich sehe, aber du schießt. Du musst ja schon ein bisschen taktieren. So links, rechts, oben, unten. Ja, das stimmt ja nicht. Wenn du selten den Punkt dämlich einfach da lässt. Eigentlich selten dämlich. Jawoll, Alter, yes, 1-0, zweiter Elfmeter drin. Ich weiß gar nicht genau, was ich jetzt treffen muss. Der Verletzten muss man eigentlich, darf ich den wechseln? Ja. Nur weil er verletzt ist. Nur weil er auch 62 hat. Ja. Oh, ich bin ein... Ich bin rechts. Du hast voll nach links gezielt, was meine ich, spring nach rechts. Ja, ach so, ja, passiert. Also ich probiere jetzt da tatsächlich über Time Finish zu gehen. Das war so traurig. Ich probiere über Time Finish zu gehen. Warm rot. Das war ja so sad jetzt. So, nächster Elfmeter hier, der dritte jetzt. Als ob. Ich hab sogar hingedrückt. Er hat ihn einfach nicht gehalten.
3:3 Elfmeter, 1:1 steht es jetzt, ja. Das wieder ausgeglichen. Krass. Ich habe ein bisschen Angst jetzt. Ich bin in die falsche Ecke gesprungen, was mich richtig findet. Okay. 4:4. So, das ist jetzt mein fünfter. Müsste ich jetzt eigentlich schon treffen, weil ich habe Angst, dass du nachziehst. Nachziehen finde ich echt kacke. Ey! Der war so knapp. Der war so knapp, aber das ist richtig nice. Das ist richtig nice. Finde ich gut. Schon dritte Rot. Alter, wie ging das jetzt schnell? Oh. War gar nicht so schlecht. Der war gar nicht so schlecht. Der war echt nicht schlecht. Okay, ja, beide 5 und ich führe. Das finde ich gut. Dafür kriegst du jetzt das nächste Tor. Nee, nee. Versuch's wieder über Time Finish. Ja. Boah, der war gar Alter. Nicht schlecht, der war der Beste von das heute. Der Beste bis jetzt. Ja. Aber? Scheiße. So, das ist Nummer 6, bitte gleich nicht aus. Danke. Oh, jetzt will er mich richtig hochnehmen. Du schießt aber in die Mitte und nicht springen, wie dumm ist das? Ah, 2:2, was ein Scheiß. Nice. Das ist... richtig häselig jetzt. So Leute, damit sind wir jetzt sogar im offiziellen Elfmeterschießen. Ja, was richtig heftig ist. Nur, dass du jetzt vorangehst. Und das ist auch richtig heftig. Du gehst jetzt voran. Ja, aber eigentlich kann ich auch schon. Ich muss jetzt erstmal treffen. Der wäre so in den Winkel gegangen. Alter, das macht auch null Sinn. Als ob... Ich hab sogar hingedrückt! Ich hab im Meter gelernt! Ja, weil du hier hinschießt, da hält er ihn einfach nee. Nie. Ah! Ja! Das ist jetzt gleich vorbei! Oh. Kann ich mal treffen vielleicht so? Nee, lass mal. Oh! Oh! Jetzt, leck mich! Jetzt. Es ist schon vorbei, wenn du es gibst, ne? Mach nicht den! Was war das? Was war das, Alter? Du musst treffen. Ja, du musst treffen. Danke, dass du mir noch mehr Druck aufbaust. Ja, Mann. Jetzt aber, wenn ich jetzt treffe. Komm schon, scheiße. Nee! Ja, Mann. Ich hab noch die Chance. Ich muss halt wieder treffen. Das ist jetzt der 10. Wenn ich den treffe, dann machen wir den 11. Stimmt. Lass mal rein. Lass mal rein. Ja, ich versuch's, du musst halt treffen. Nein, ich versuch's, oder? Ich hab nichts gedrückt. Scheiße. Ich bin in der Mitte stehen geblieben. Ja, damit geht die Challenge an sich. 10 haben wir jetzt ja, dann nur gemacht, aber ist auch in Ordnung. Schade. Am Anfang war ich besser. Ich dachte so, das ja, wird ja. So, wird schon klappen. Der war gar nicht so schlecht. Der war auch gut. Der Ball ist cool, ne? Okay, Leute, damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder bei Türchen Nummer 2. Schaut, wie gesagt, unbedingt bei Manu vorbei. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao. Hey, Leute!